Pythagoras. Pythagoras, wir machen dazu ein paar Übungen. Nehmen wir an, eine Textaufgabe lautet, und wir schreiben gleich die Kurzform. Einfach mitschreiben schon mal, sparen wir einen Haufen Zeit. Gegeben sei folgender Umstand, und zwar haben wir, ja, wir haben es mit einem Turm zu tun, der ist ziemlich hoch. Und dieser Turm, der soll irgendwo stehen auf einem Feld. Ihr kennt es schon, aber das Feld hat bestimmte Abmaße. Und jetzt sagen wir, naja, wir müssen den Turm, damit er nicht umkippt, auch abspannen. Ich mache das mal mit grünen Seilen, die ich hier darstelle. So, die gehen jetzt hier bis hierher. Und hier die anderen Seile und so weiter und so fort. Jetzt entsteht doch aus diesem ganzen Ding, ja, irgendwo entstehen rechtwinklige Dreiecke, ne? Ich zeichne mal ein rechtwinkliges Dreieck ein, in Rot. Wenn wir hier unseren Turm haben, der steht senkrecht, das ist das, was wir wollen. Und hier entsteht ein rechtwinkliges Dreieck. Jetzt ist folgende Frage. Wir wissen genau, wie hoch der Turm sein muss. Das sind 300 Meter, der ist sehr hoch. Und wir wissen auch, dass wir Abspannseile brauchen. Lass die Abspannseile sein, na, sagen wir mal 500 Meter. Und wir wollen wissen, wie weit wird denn diese Strecke hier unten sein? Also diese Strecke, hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, diese Strecke, die ist gesucht. Dann kommen wir jetzt mit der ganzen Sache noch nicht weiter, sondern wir müssen mal ein sogenanntes, naja, Dreieck zum Arbeiten rausmalen. Wir nehmen uns dieses rote und machen das wie folgt. Wem das so nicht gefällt, weil er das mit der Hypotenuse und den Katheten nicht erkennt, der kann das Dreieck auch so hinmalen. Allerdings wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir praktisch das Seil auf die Seite gelegt. Aber jetzt haben wir unseren rechten Winkel wieder oben. Dem gegenüber ist unser C. Das wissen wir aber schon. C sind 500 Meter. Oder ich schreibe das C hier ran, je nachdem. Also das ist eine, ich würde beinahe sagen, Geschmacksfrage, aber die meisten Schüler, die erkennen das immer erst, wenn C unten liegt, ne? So, das ist unsere Seite, die wissen wir noch nicht. Da können wir mal ein Fragezeichen ran machen. Und hier haben wir unsere Seite. Und wenn man sich das Dreieck so hinlegt, dann sieht man, dass hier der Punkt A ist. Also müsste das die Seite A sein. Und da hat man gesagt, das sind 300 Meter. Das ist aber die Turmhöhe. Jetzt finde ich es persönlich im Moment noch nicht schlimm, wenn wir das so machen. Aber wir können doch eigentlich sagen, wir schreiben lieber die richtigen Buchstaben dran. Und zwar H ist 300 Meter. Und jetzt nicht C, sondern S wie Seil. Das ist ja ein Seil, ein Abspannseil. Ist 500 Meter. Und die Seite, die hier am Grunde liegt, die können wir ruhig G wie Grundseite nennen. Dann nennen wir die G. Ist auch egal. Die hieße aber sonst nicht G, sondern sonst hätten wir gesagt, das wäre Seite B. Also, die ist gesucht. Wie gehen wir bei? Was müssen wir machen? Ich halte mal das Video an. Ich habe mal in Orange drüber geschrieben, c Quadrat ist a Quadrat plus b Quadrat, unser allgemeiner Pythagoras, ne, wie man den nennt. Und jetzt haben wir die Dinger gleich benannt. Das heißt, wir werden diesen Umstand mit den c und a und b gar nicht mehr unbedingt machen. Und s ist die Hypotenuse, also ist das unser c Quadrat. Wir müssen aber s Quadrat schreiben und so weiter. Und jetzt der Rest ist dann nur noch einsetzen und ausrechnen. Das war der wichtigste Ansatz. Also, jetzt seid ihr dran. So, jetzt haben wir die ganze Sache eingesetzt. Also S² sind 500 Meter in Klammern zum Quadrat, wichtig. H² so und so weiter und so fort. Und ich habe hier schon mal überlegt, 300 mal 300 wären sowieso 90.000 Quadratmeter. Und jetzt schreibe ich mir die Formel gleich so ab. 5 mal 5, 25, 1, 2 zum Quadrat, also 4 Nullen hinten dran Quadratmeter. Und da die beide die gleichen Nullen haben, kann ich auch sagen, 25 minus 9 ist 16, hängen die Nullen wieder ran, fertig. Jetzt kann ich daraus die Wurzel ziehen. Jetzt kommt der andere Weg. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe das so gemacht. Ich habe gesagt, nee, 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 nee. G Quadrat soll alleine stehen, also ziehe ich H Quadrat ab. Dann steht hier S Quadrat minus H Quadrat ist gleich G Qua, ach nee. Ich mache gleich eine Wurzel drauf, dann kann ich mir die Zeile ersparen. Und dann komme ich an die gleiche Stelle. Wenn ich dann hier das einsetze, habe ich S Quadrat, wären diese 25 und 4 Nullen dran, Quadratmeter, minus 3 mal 3 ist 9 und 4 Nullen dran, Quadratmeter, jetzt schließe ich die Wurzel dahinter ab, ist gleich g. Und jetzt komme ich auf die gleiche Rechnung wie da, denn hier drunter steht dann die Wurzel und dann hat das auch geklappt. Bis dahin Fragen? So, nächstes Beispiel. Wir gucken uns unsere Schule an
und erkennen, dass die Schule, ich mach's mal in Backsteinfarben, an der Aula-Giebelseite so aussieht. Jetzt gehen wir bei und sagen, ja, schön. Es sieht so aus von Weitem, als wenn diese und diese Seite gleich sind. Wenn wir uns ganz unten auf den Parkplatz stellen, unten vor den Sportplatz stellen und dann unten nochmal lang tippeln, erkennen wir, dass das 20 Meter sind. Und das sieht auch aus wie 20 Meter. Wir möchten aber gerne die Gesamthöhe, also die Gesamthöhe des Gebäudes ermitteln. Und jetzt gucken wir uns das Dach nochmal an und sagen, Mensch, wenn man hier richtig hinguckt, das sieht doch wirklich aus wie ein rechter Winkel. Wir können nicht anders, wir können nur von Weitem schätzen, hier die Schulfenster von der Aula und so weiter und so fort und alles solche Dinge. Ne? So, aber um die Fenster und den ganzen Kram geht es ja gar nicht, sondern wir möchten ja die Höhe ermitteln. Jetzt brauchen wir ein Arbeitsdreieck, also das ist der gegebene Fall. Gesucht ist die Gesamthöhe H. Wie gehen wir bei? So, jetzt haben wir das ausdiskutiert. Wir haben gesagt, hier dieses braune Dreieck hier oben, was uns eigentlich interessiert, denn dann haben wir den Rest nämlich auch, ist unten auf seiner Grundseite 20 Meter. Bis dahin geht das noch alles. Das macht ja auch noch Sinn. Und jetzt ging's los. 20 Meter, Mensch, soll das unsere Hypotenuse sein? Nein, wir haben nochmal ein extra in dunkelblau ein Dreieck hier reingelegt, indem wir nämlich das Dreieck hier oben genau geteilt haben. Wenn ich es genau geteilt habe, heißt das, hier entsteht ein wieder gleichschenkliches Dreieck mit 10 Meter Seitenlänge. Die 10 Meter sind mir jetzt egal. Und da ich hier oben den rechten Winkel genau in der Mitte teile, habe ich hier 45 Grad. Wenn hier noch 90 Grad sind, bleiben hier noch restliche 45 Grad. 45 Grad auf beiden Seiten heißt, die beiden Schenkel 10 Meter und H-Rest sind gleich. Deswegen 10 Meter. Wir brauchten den Püti gar nicht zu bemühen. Aber manchmal sieht man den Wald nicht ganz so schnell vor lauter Bäumen. Mit anderen Worten, unsere Rechnung H ist gleich, ganz einfach, 20 Meter und H-Rest sind 10 Meter, also haben wir das auf einen Schlag gelöst, 30 Meter hoch. Ob das jetzt mit unserer Schule übereinstimmt, wage ich zu bezweifeln. Das müssten wir wirklich mal unten messen. Aber wenn man sich den Giebel so anguckt, der scheint rechtwinklig zu sein. What to do? Malt euch dieses Gräfchen mal auf und dann macht was draus. Also, ich mache das mal ein bisschen deutlicher. Hier ist eine 4. Also, der Punkt heißt 4. Nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 9 heißt der Punkt. So, kleinen Moment. Gegeben. Gesucht ist Länge. Wie heißt der erste Punkt? 0,3. Hier, ich habe kleine Einheiten gewählt. 0,3. Länge von 0,3 bis 4,9. So, Achtung, Moment. Jetzt geht's los. Also, ich habe jetzt hier, also das ist meine C-Seite. Das ist meine A-Seite und das ist meine B-Seite. Deswegen habe ich die Formel nochmal aufgeschrieben, die pythagoreische Formel, c² ist gleich a² plus b², und habe eingesetzt. C habe ich nicht, deswegen steht hier noch c². Und für a² habe ich das gleich quadriert, also 4 mal 4 ist 16, le zum Quadrat, also Längeneinheiten, plus 6 mal 6 ist 36, le zum Quadrat. Und dann habe ich das zusammengerechnet, 16 plus 36 ist 52, le zum Quadrat. Und dann habe ich einen Regiestrich gezogen, also durch Wurzel heißt es eigentlich. Und C ist gleich, dann habe ich es ausgerechnet, 7,2, es geht noch weiter, aber das reicht mir. Und LE, weil das die 2, LE durch LE ist LE. Ja, ist und das ist das Ergebnis. Okay, bravo. Wunderbar, hat gut geklappt. Natürlich ginge das auch so, wenn ich dieses Dreieck hier unten reingelegt hätte und hätte es dann eben so gemalt, ne, dann hätte ich hier ähnliche Verhältnisse. Wäre ganz genauso, dann wäre mein C hier und hier die entsprechenden Längeneinheiten. Ganz genau, wunderbar, prima gemacht, fein. So, wir haben uns jetzt selber eine Rätselaufgabe gestellt und zwar haben wir uns das schwarze äußere Dreieck, 3, 4, 5 Regel, ne, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, wenn ich die quadriere, das ist ein rechtwinkliges Dreieck, das große Ding. Da haben wir
in Hellblau eine Höhe reingemalt und haben uns überlegt, hier, wie groß ist denn H? Jetzt haben wir uns geärgert und haben gesagt, naja, Mensch, was, wenn man hier mit der H, wir wissen gar nichts. Das Blöde ist nämlich, der Winkel wird nicht so wie bei unserem Schulgebäude, schön gleichmäßig geteilt in 45, 45 Grad, sondern irgendwie anders. Ärgerlich. Aber wir haben uns dann gesagt, dann machen wir eben Arbeitsdreiecke und zwar zwei Stück draus. Dadurch, dass H hier drin ist, haben wir hier ein grünes Dreieck und wir haben dann hier ein rotes Dreieck. Das haben wir uns als Arbeitsdreiecke vorgenommen. Nicht nochmal extra gemalt, sondern haben in entsprechender Farbe gemalt. Was wissen wir vom Grün? Das ist unsere Hypotenuse, denn die Höhe steht ja senkrecht da drin. Also haben wir hier einen rechten Winkel und gegenüberliegend die Hypotenuse, 3 Meter in Klammern zum Quadrat, ist gleich hier die Höhe gehört mit zum Grünen, genauso wie mit zum Roten, h Quadrat plus. Und jetzt kam eine Überlegung. Jetzt haben wir gesagt, wir teilen einfach mal hier unten die Seiten und sagen einfach mal, ABC ist doof, wir nennen sie Q und P. Q und P. Und dann sagen wir, Q plus P sind 5 Meter. Also kann ich doch sagen, Q ist 5 Meter minus P. Und das haben wir oben hingeschrieben, in Klammern zum Quadrat. Eine Seite eben etwas umständlicher ausgedrückt, aber mal sehen, was passiert. Das gleiche haben wir mit 4 Quadratmetern gemacht. Hier das rechte, da ist hier die Hypotenuse. Ist gleich h Quadrat ist die eine Seite plus, und jetzt kommt das Umgekehrte. Wenn ich sage p, dann muss ich von 5 Meter q abziehen, also 5 Meter minus q, in Klammern zum Quadrat. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Sehr schön bislang. Und weiter geht's, indem wir sagen, wisst ihr was, wir lassen mal h Quadrat alleine stehen, das heißt minus Klammerausdruck in Klammern zum Quadrat, minus Klammerausdruck in Klammern zum Quadrat. Das deutet man hier an, dass wir den ganzen Mist auf die linke Seite bringen. Und dann mal sehen, wie es aussieht. Umgestellt heißt es, wir haben eine Gleichung, die heißt jetzt, wenn ich den Klammerausdruck abgezogen habe, die grüne, 3 Meter in Klammern zum Quadrat, minus 5 Meter minus P in Klammern zum Quadrat, ist gleich H Quadrat. Die andere dementsprechend auch umgestellt. Und jetzt kam schon der Vorschlag, wenn, mit welcher Farbe kann ich das machen? Wenn H Quadrat einmal das Rot und schwarze Wert ist und h Quadrat auch das grün und schwarze Wert ist, dann kann ich die beiden ja gleichsetzen. Das heißt, die beiden kann ich gleichsetzen. Wenn das die erste Gleichung, das die zweite Gleichung war, dann kann ich daraus machen eine dritte Gleichung und zwar die erste ist gleich der zweiten Gleichung. Und das schreiben wir jetzt mal hin. Achtung, ich schreibe jetzt mal in schwarz weiter, sonst wird das wirklich ein bisschen immer wieder wechseln und so weiter, ein bisschen umständlich. Also, ich schreibe jetzt folgende Gleichung hin. So, das war also eine pure Abschreibeübung, denn wir haben gesagt, die linke Seite ist gleich h Quadrat, die zweite linke Seite ist gleich h Quadrat. Wir haben sie gleichgesetzt, einfach so hingeschrieben. Jetzt wenden wir mal die binomische Formel an und miezeln den ganzen Kram mal aus, damit wir nicht so viele Klammern mitschleppen müssen. Weil wir sonst keinen Platz gehabt hätten, haben wir jetzt hier weitergemacht. So, wir schreiben mal weiter. Hier das ausmultipliziert, ne? Das rechte, das hätte sonst nicht hingepasst, in Klammern zum Quadrat, also wieder die binomische Formel angewendet, aber die eckige Klammer habe ich nicht umsonst gemacht, plus q Quadrat. So, und jetzt müssen wir diese Klammer mal auflösen. Und jetzt kam schon der Vorschlag, jetzt können wir auch die 9 Quadratmeter und 16 Quadratmeter mal killen. Erstens, Klammer weg. Und zweitens, ich schlage mal vor, minus 9 Quadratmeter, ne? Dann haben wir schon mal weniger. Einverstanden? Gut. Also Klammer weg, das machen wir jetzt wieder. Naja, es kommt davon, wenn man so blöd ist wie ich. 7 Quadratmeter, natürlich. Jetzt kam allerdings auch schon ein wunderbarer Vorschlag. Jetzt kann man auch sagen, plus 25 Quadratmeter. Warum? Das ist schön, denn... Und verschwindet dadurch. Ich zeige mal was, das darf man auch getrost ohne Regiestrich machen, indem man sagt, ich mache das jetzt mal in blau, schwupp und schwapp, das ist verschwunden. Jetzt wird unsere Gleichung noch kleiner, ne? Die neue Gleichung lautet jetzt, schreiben wir ruhig nochmal eine Zeile, 10mp minus p Quadrat ist gleich, was bleibt hier noch übrig, 7 Quadratmeter plus 10mq minus q Quadrat. So, wir melden uns wieder zurück. Wir haben jetzt hier etwas Herr
rausgestrichen. Ich hatte hier meinen Fehler nochmal drin. Den hatte ich korrigiert. Jetzt heißt unsere Gleichung ja bloß noch 10mp minus p Quadrat ist gleich 7m Quadrat und so weiter. Ich sage Quadratmeter, könnte ich auch sagen. Mache ich aber jetzt ganz bewusst nicht. Jetzt habe ich aber immer noch, links habe ich lauter p's, rechts habe ich lauter q's stehen. Und jetzt kamen wir auf die Idee, wir wissen ja, dass p 5 Meter minus q ist. Ich habe jetzt extra mal eine Klammer drum gesetzt, weil, wenn ich dieses p dadurch ersetze und hier rechts nichts ersetze, habe ich nur noch lauter q's. Jetzt probieren wir mal aus, was hier draus werden könnte. Das haben wir jetzt gemacht hier. Ich habe mal das gleiche Zeichen gehighlightet, damit wir sehen, dass das jetzt rübergerutscht ist. Und wenn wir jetzt die Klammer auflösen, na, das sieht doch ganz danach aus, als ob hier viel weggestrichen werden kann. Probieren wir es mal aus. Ich hatte hier noch ein Minus vergessen zu malen, da hatte ich vorher ein Plus. So, wie sieht das jetzt aus? Gucken wir uns das Ding mal an und ich unterstreiche mal Highlightings. Oh, fein. Das kann man killen. Ne? Wenn ich plus Q Quadrat sage, dann ist es weg. Also, schwupp. Weg, weg, das verschwindet. Gucken wir mal, ob noch irgendwas verschwindet. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Minus 10mq plus 10mq. Schwupp. Jetzt haben wir gesehen, auf der linken Seite alleine heben sich schon die 10mq und die plus 10mq, also Minus und Plus, heben sich auf. Die brauchen wir in der nächsten Zeile gar nicht mehr zu berücksichtigen. Und hier aus 50 Quadratmeter minus 25 Quadratmeter werden, also ich unterstreiche das mal, daraus wird 25 Quadratmeter. Haben wir jetzt auf der linken Seite noch was stehen? Linke Seite ist komplett futsch. Kleinen Moment, hier gibt es eine Frage. So, und nächste Seite heißt da bloß noch 7 Quadratmeter. Na, plus 10mq. Merkt ihr was? Wenn ich jetzt die 7 Quadratmeter noch rüberbringe, dann kommen wir ja so langsam der Sache näher. Das heißt, 25 minus 7, jetzt kommt wieder meine Rechenkunst, das sind bloß noch 18 Quadratmeter, ist gleich 10mq. Was müssen wir noch machen? Ich weiß es, ihr wisst es auch, durch 10 teilen. 1,8 Quadratmeter, vorsichtig Quadratmeter, ist q. Na schön. Und jetzt Wurzeln, wie wir eben aus der Erklärung gehört haben. Bitte die Wurzel aus 1,8, tippt mal ein. Ja, ja, das war jetzt wieder die Freude, ich war 1, 2, 3 zu schnell. Mal weg mit der Wurzel, schwupp, 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 mq, Mensch, ich bin doch ein Trottel. Brauchen wir doch gar nicht zu machen. Wir müssen durch m teilen und dann haben wir 1,8 Quadratmeter durch Meter ist Meter, 1,8 Meter ist mein q. Das war ein ganz schöner Akt, ne? Ja, ja, ne, ist kein Problem, nein, nein, kein Problem. Ja. Ja, ist das nicht zum Heulen? So, und jetzt beruhige ich euch gleich. Das war jetzt mal, sagen wir mal, eine richtige scharfe Überlege- und Schreibübung. Das wird später auch nochmal auf euch zukommen, aber nie so blöd. Und da gab es den guten Onkel Euklid, der hat damals gesagt, Mensch, der hat nämlich was anderes rausgefunden, da kommen wir aber dann später drauf. Der hat Folgendes herausgefunden. Der hat gesagt, Mensch, so blöde kann man es auch ausrechnen. Übrigens, wenn wir 1,8 Meter für Q haben, dann haben wir auch einen Rest für P, ne? 3,2 Meter. Das ist ja nur leicht. Ne? Hier danach. Also hier, wenn das 1,8 Meter sind, dann müssen das 3,2 Meter sein. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ihr rechnet jetzt mal bitte 1,8 Meter mal 3,2 Meter. Rechnet das mal bitte aus. Meter, rechnet das mal bitte aus mit dem Taschenrechner. Und jetzt haben wir raus 5,76 Quadratmeter. Aber jetzt haben wir immer noch nicht die Höhe raus. So ein Ärger. Aber ich könnte das hier einsetzen. Ne? Das würde gehen. Höchstwahrscheinlich. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Wir schnappen uns mal das grüne Dreieck. Und ich stelle mal eine Behauptung auf. Ich sage einfach, das grüne Dreieck. Ich mache gleich eine 9 draus. Quadriert. 9 Quadratmeter plus 1,8 mal 1,8, wie viel ist das? Schnell. 20 ist 18 mal 18. 3,24 Quadratmeter. Entschuldigung, minus. Minus 3,24 Quadratmeter ist wie viel? Die 9 Quadratmeter minus, also hier im grünen Dreieck,
minus diese Seite, die wir rausgekriegt haben, ist 5,76 Quadratmeter. Machen wir das mit dem roten. 16 Quadratmeter minus 3,2 mal 3,2. Wie viel ist das? 10,24 Quadratmeter ist gleich was? 5,76 Quadratmeter. Ich hoffe mal, dass das hier euch aufgefallen ist. Nanu, nanu, nanu. Und jetzt kommt Euklid und der hat gesagt, Leute, bevor ihr euch das nächste Mal dumm rechnet, ich zeige euch mal eine Formel, die hat er entwickelt. Die werden wir später mal auf eine andere Art entwickeln. Und zwar, Euklids Formel war, die male ich jetzt mal hier drunter, h Quadrat, ach nee, das geht so doch nicht. Sieht nicht schön aus. Ich brauche den anderen Stift. Der hat gesagt, h Quadrat ist gleich q mal p. Oder p mal q, ist egal. Das ist der Satz des Euklid. Denn das haben wir hier gerade gesehen, das funktioniert. Wir haben es rückwärts gemacht, wir haben es richtig rangetastet, wir haben alle unsere Künste eingesetzt, nämlich, naja, wir wissen ja, binomische Formeln und so weiter und so fort. Alles eingesetzt, haben hier einen riesen Weg beschritten und haben dann endlich mal Q rausgekriegt, P auch, und haben dann durch Probieren rausbekommen, siehe da, es kommt wirklich das gleiche dabei raus. Wie man den herleitet, ist eine andere Sache, aber das war mal richtig eine Rechen- und Schreibübung. Hier gibt es noch eine Frage, Moment. So, also der Satz des Euklid ist auch Höhensatz genannt worden. Der hat den so rausgefunden, wie gesagt, machen wir dann später. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Hochachtung, alles super mitgedacht. Tschüss und schönen Feierabend.